Schönen Abend, meine Damen und Herren. Es ist hier schon lustig. Es ist heute ein bisschen eine anarchische Runde, die ich Ihnen gleich vorstellen darf. Die Schauspieler Elena Ulig und Fritz Karl sind seit 16 Jahren ein Paar. Aus einem vielbeachteten Online-Tagebuch entstand nun eine kulinarische Mission. Inspiriert von der französischen Küche schlüpfen die beiden für ihr neues Kochbuch in ihre Kunstfiguren, Hélène et Frédéric, und tischen einfache Gerichte zum Nachkochen auf. Alfred Dorfer und Roland Thüringer machen wieder gemeinsame Sache. Die Kabarettisten kehren in ihre Paraderollen, Herr Weber und Ingenieur Breitfuß, auf dem Bildschirm zurück. Nach über 20 Jahren feiert Emma2412 ein Comeback. Anders als in der Kultserie sind die beiden ehemaligen Schlabberet-Kollegen im richtigen Leben befreundet. Und ich begrüße Österreichs Sportlerin des Jahres, Anna Gasser. Die Snowboard Queen krönte sich heuer in Peking zum zweiten Mal zur Olympiasiegerin in der Big Air-Disziplin. Ihr Weg an die Weltspitze ist außergewöhnlich. Erst mit 18 Jahren stand die frühere Kunstturnerin erstmals am Brettl und ist seither nicht mehr zu stoppen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Emma2412, das Amt für Weihnachtsdekoration. Gibt's nicht mehr. Ja, gibt's nicht mehr. Aber wie wurde es einst geboren? Warum Weihnachtsdekoration? Was war da die Idee dahinter? Etwas, was besonders unnütz ist, oder? Ja. Ja, nein, ich glaube, es hat auch damit was zu tun, dass wir eine Kunstfigur eingeführt haben, nämlich den Weihnachtsmann, der immer dann, wenn die Geschichte nicht mehr weitergehen kann, von außen was bringen kann, damit es weitergeht. Und dann haben wir uns, glaube ich, entschieden, dass es eben dieses Referat ist oder was umgekehrt, ich weiß gar nicht. Also dramaturgische Schwächen konnten dadurch durch Zauberei. Ja. Habt ihr was gelernt über Weihnachtsdekoration durch diese Rollen? Also wenn ihr durch die Stadt geht, denkt ihr euch, was ist genehmigt, was ist nicht genehmigt? Ich denke mir nur, wo soll das überhaupt? Das ist aber wie beim Breitfuß ist es überhaupt so, dass sie nichts lernen. Mhm. Also von nichts, oder? Wir haben auch nichts zu lernen. Das sind Buffons, das sind Clowns. Ja, die müssen so sein, wie sie sind. Ne? Also das Schlimmste war, wenn Laura und Hardy was dazulernen. Ja, ja, aber der Roland Thüring und Alfred Dorfer also können wir, ja durch, also wir, durch, also durch die Rollen mit Welt mit anderen Augen sehen. Ja, nein, der Chef ist schon der Thüringer und nicht der Breitfuß, Gott sei Dank. Ja. Ja, noch. Noch. Ja. Anna, für eine Wintersportlerin ist Weihnachtszeit zu Hause eigentlich eine außergewöhnliche Situation. Genießt du es? Ja, es ist wirklich das erste Mal in, würde ich sagen, 5 Jahre, dass ich zur Adventszeit daheim bin. Und das ist schon etwas ganz Besonderes, einmal die Zeit daheim zu sein mit der Familie. Welche Erinnerungen an die Kindheit, an Weihnachten zu Hause gibt es da? Was gehört dazu bei euch? Schon schöne Erinnerungen. Es gehört auf jeden Fall der Adventskalender von der Mama dazu, der selbstgemachte. Kerzen anzünden jeden Sonntag, Kekse essen, Tee trinken. Also eigentlich sehr viele schöne Erinnerungen. Und weil wir über Weihnachtsdeko gerade gesprochen haben, da gibt es ja die verschiedenen Denkschulen. Wie ist es bei euch? Klassisch Strohsterne rot oder mehr die Glitzer-Lametta-Silberabteilung? Nein, eher klassisch daheim. Aber jetzt habe ich meine eigene Wohnung und da kann ich jetzt selber ein bisschen dekorieren. Und da ist es ein bisschen moderner, würde ich sagen. Mhm. Elena, wie wird bei euch dekoriert am Weihnachtsabend dann selber? Zurzeit, glaube ich, entschuldige. Ja, bitte. Die Dekoration bin ich zuständig. Also bist du, ja, natürlich die Frage an dich. Die Ulig ist ja zurzeit sehr wenig im Haus. Ja, ah, verstehe. Es ist heuer sehr spartanisch. Ja. Ja. Spartanisch als sonst. Weil? Danke. Ist das eine Kritik? Naja. Wenn ich dekoriere, ist es voll. Ja, dann ist es ein bisschen Walt Disney. Ich bin eher klassisch. Nur weil die 7 Zwerge auf unserem Adventskranz sind. Ja, fürchte, ich habe keine Ahnung, wie die da hinkommen. Du, Christbaum schon Anfang Dezember oder erst am 24? Nein, bei uns gibt es ja auch den Streit, ob es Weihnachtsmann ist oder Christkind. Ja, und? Weil ich bin ja Österreicher und wie man hört, ist sie aus Düsseldorf. Da gibt es auch das Christkind. Nicht gehört mit den zwei Sätzen. Nur weil ihr richtig Dialekt jetzt anspricht. Ja, okay. Aber fest steht, dass ihr uns, jedenfalls du auf deinem Account, Elena, schon seit Anfang Dezember in Weihnachtsstimmung versetzt. Das klingt so. The weather outside is frightful. Underneath the Christmas tree. Nico, Nico, Nikolaus. Wann kommst du in unser Haus? Dreaming of a white Christmas. Have yourself a merry little Christmas. Boom, 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 boom. Santa baby. Chimney tonight.
in diese Welt des Online-Tagebuchs werdet ihr uns dann doch später. Genau. Ich zwei. Haben wir kurz die Gesichter von der Kollegin angeschaut. Ich habe gelacht. Ja. Roland ist vollkommen. Die Werbung ist aber sowas. Eine, oder? Also, wenn du sagst, Instagram ist so super wegen der Werbung. Meine, das, ja. Ja, das gibt's. Also. Ja, das werden wir dann noch genau durchbesprechen, wie das alles entsteht. Aber das Repertoire ist offenbar groß. Wird das dann am 24. noch einmal voll dargeboten, aus dem Vollen geschöpft? Oder seid ihr dann weihnachtsmäßig so abgefüllt bis dahin, dass es reicht? Na, 24. gibt es das letzte Türchen. Ja. Und dann ist Weihnachten. Ja, ja. Und was ist Weihnachten? Dann das schließt echte? Instagram und macht ein Päuschen. Okay, also das ist wichtig, dass es das dann ist ganz schon klar. Also Weihnachten gibt es den letzten Post, das ist der Adventskalender. Und dann wünschen wir allen eine frohe Weihnachten. Dann gibt es möglicherweise noch den Jahresrückblick, das wissen wir noch nicht. Mhm. Werden wir sehen. Aber, so. Aber es gibt dazwischen auf jeden Fall eine Pause. Okay, also eine eigene Welt. Wir werden dann noch später mehr darüber erfahren. Die Emma 2412 kehrt zurück, beziehungsweise die Ingenieur Breitfuß und der Herr Weber sind in die Jahre gekommen, treffen sich auf der Reha wieder. Das ist der neue Plot. Wie habt ihr da zueinander gefunden, das fortzusetzen? Sie werden von einer Ministerin in die Frühpension geschickt, von einer Ministerin, die jetzt nicht so sprachsicher ist. Das ist auch einer von. Und wir versprechen uns dann am Schluss dieser Einleitung, dass wir uns sicher nie wieder über den Weg laufen. Mhm. Ja? Und leider ist es so, dass bei jeder Folge, die dann gemacht wird, oder bei jedem Film, die machen, wir zwangsweise wieder aufeinandertreffen. Zwangsweise wieder aufeinandertreffen. Vielleicht noch mal zur Erinnerung an damals ein kurzer Ausschnitt und ein kurzer Ausschnitt aus der neuen Serie, die am Sonntag um 20.15 Uhr zu sehen sein wird. Also, nachdem sich mein Reizhusten deutlich verschlechtert hat, habe ich einen Facharzt aufgesucht. Und der hat mir dann auf mein Drängen hin eine, also nicht auf mein Drängen, aber hat mir dann eine Bestätigung gegeben, dass meine Leiden auf erhöhten Zigarettenkonsum zurückzuführen sind. Mhm. Na, dann sollten Sie aber mit dem Rauchen aufhören, Herr Ingenieur. Mhm. Genau. Na, was Sie, Herz, ich bin nicht Raucher. Seit meiner Kindheit. Es geht hier viel mehr um das Passiv. Rauchen. Ja, wieso machen Sie denn das? Hä? Schlaganfall. Ja, und eine leichte Herzinsuffizienz. Ja, doppelt halt besser, nicht? Dabei haben Sie doch sicher immer auf sich geschaut. So schlank, wie Sie sind. Natürlich. Ein Leben lang. Darf ich meine Schnurren von Ihnen? Gerne. Wunderbar, dafür zeige ich Ihnen, wo der Raucherpavillon ist. Wollen Sie auch eine, Mr. Broadfoot? Ich bin nicht Raucher. Ach so, seit wann? Schon immer. Das ist die falsche Antwort. Richtig müsste es lauten, durch meine schwere Krankheit wurde ich gezwungen, meiner geliebten Leidenschaft ein Ende zu bereiten. Genau, so heißt es. Ich habe mein Leben lang nichts geraucht. Trotzdem sitze ich da. Ihre Krankheitsgeschichte interessiert mich nicht. Wie war es für euch, in diese Figuren wieder reinzuschlupfen und einfach die weiterzuentwickeln, 20 Jahre später? Naja, nachdem die Basis dieser ganzen Geschichte ja die Figuren waren, das Erste, was wir gehabt haben, bevor es mit dem Theaterstück und dann später mit der Sitcom weitergegangen ist, waren die Figuren, die wir entwickelt haben. Das ist eigentlich das Kapital von der ganzen Geschichte. Das sind die Ressourcen, auf die wir zugreifen können. Und es ist nicht so, dass ich mir jetzt irgendwas überlegen muss, um wieder der Herr Breitfuss zu sein. Das ist wie Autofahren, das ist da. Weil das sind ein Teil von uns. Also. Und ich weiß genau, wenn der Herr Breitfuss das sagt, wird der Herr Weber jetzt das sagen. Und darum tun wir uns beim Schreiben sehr leicht, weil eigentlich alles von den Figuren her, wie sie agieren, klar ist. Da ist nichts zu diskutieren. Mhm. Ja. Der Versuch war nur, eben, das hat man jetzt, glaube ich, eh schon gesehen, dieses alte Format Sitcom, was es ja nicht mehr gibt, einfach zu verlassen. Und
die Figuren in ganz was Neues hineinzubringen, eben in eine andere Welt. Darum haben das Amt da weggelassen. Mhm. Und die Lacher weggelassen. Lacher, wo sie, das, ist die, ja, das war halt damals so. Jetzt schaut das ist komisch aus, wenn man das sieht, oder? Ja, die Lacher. Ja. Wobei man sagen muss, das sind echte Lacher gewesen. Das heißt, wir haben den Film Menschen, also lebendigen Menschen im Theater vorgespielt. Und das sind keine Dosen, sondern das sind aufgenommene Lacher von einem Live-Publikum. Tatsächlich. Ja. Es entstand ja die Idee, da dran anzuknüpfen in der Corona-Zeit. Habt ihr euch da irgendwie wiedergefunden oder seid ihr eigentlich immer im Kontakt gewesen? Nein, wir haben eigentlich Zeit gefunden, weil wir nichts tun gehabt haben. Nicht? Ja, wir haben uns zufällig wo drauf in einem Café, also da haben wir noch spielen dürfen. Mhm. In Linz war das. In Linz, weil wir beide in Linz gespielt haben und haben über die alte Zeit geredet. Und dann wollten junge Leute von uns Autogramm von Herrn Weber und von Herrn Breitfuss, da haben wir schon lachen müssen und nicht verstanden, warum die das überhaupt kennen, weil die waren damals nicht auf der Welt. Und dann war eben der Lockdown und dann haben wir uns getroffen und haben über das Projekt nachgedacht. Ja. Und haben dann Leute vom ORF damit konfrontiert und die waren überraschenderweise gar nicht uninteressiert. Und jetzt haben wir das einmal probiert und jetzt wird demnächst das Publikum entscheiden, ob das was ist, was man will oder was man nicht will. Mhm. Euch verbindet eine lange kollegiale Freundschaft über Jahrzehnte hinweg. Freundschaft zu halten ist ja nicht immer ganz einfach, aber man kann immer auf was zurückgreifen. Das sind bei euch sozusagen die Beginne im Theaterworkshop von Herwig Seeböck. Was habt ihr dort mitbekommen? Warum war das für euch beide so prägend und richtungsweisend? Wir waren da zusammengespannt bei diesen Workshops mit richtigen Schauspielern, also richtigen Schauspielstudenten. Und Studenten. Und wir haben da beide nicht hinpasst, muss man ehrlich sagen. Ich war übrigens einer der Schauspielstudenten. Damals? Nein, wirklich? Nein, damals du warst nicht. Im Waldviertel nicht. Nein, im Waldviertel, aber danach gab es immer so die Treffen in Wohnungen. Ich habe das mal gesehen, im Sievering draußen. Da warst du auch mit dabei? Ja, war öfters da. Ich habe den Herwig gehabt als Lehrer am Reinhardt-Seminar. Ah, okay. Das muss aber später gewesen sein, oder? Weißt du noch, wann das war? Ich weiß nicht. Ich weiß auch gar nicht, was es geht. Das ist das Schöne. Na, du! Aber ich kann mich an euch beide, ja, entschuldige. Kann mich beide noch erinnern, weil wir saßen da alle da im Kreis, Stuhlentspannung. Stuhlen, genau. Ja. In dieser Scheune im Waldviertel? Oder? Nein, da war ich nicht. Nein, das war vorher. Das war der erste. Das war sicher der erste. Also dann kurz, was geschah in der Scheune? Und wir waren auffällig blöd. Ja. Der Herwig hat gesagt, aus euch wird nie was. Ihr seid jetzt hat es Kantinen-Schauspieler. Nur witzig, privat und so. Wir waren einfach nur deppert. Und das ist, glaube ich, die Basis. Das haben wir uns behalten. Ja, also, wenn wir wo eingeladen sind, wir stören sicher die Veranstaltung, so wie die Sendung heute auch. Ja. Nein, aber es ist eine gewisse Leichtigkeit da, wenn man sie so lange kennt. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt 60 bin, wenn ich mit Freddy da sitze. Also, ja, weil du das siehst. Weil die Erinnerungen tragen. Anna, wie ist es eigentlich im Sport? Können Konkurrentinnen Freundinnen sein? Ja, schon, würde ich sagen. Bei uns ist ein richtig guter Zusammenhalt im Sport. Und ich glaube oder ich hoffe, dass man das auch dieses Jahr bei den Olympischen Spielen gesehen hat, weil da habe ich ja gewonnen oder zumindest ist eine nach oben gestanden und jetzt geschmissen. Und das Erste, was er getan hat, war mich umarmt und mir gratuliert. Und ich glaube, das ist schon etwas ganz Besonderes, dieser Zusammenhalt. Das heißt, es sind Freundschaften, die auch abseits des Sports bestehen? Ja, schon. Also ich habe eigentlich ziemlich viel Privatkontakt mit Fahrerinnen von der ganzen Welt. Also gerade gestern habe ich mit einer Freundin gefacetimed aus Kanada oder ich weiß, dass ich jederzeit willkommen bin in Finnland und ich finde das richtig cool, dass man das so connecten kann. Elena Karl, wo seid ihr? Fritz, wo seid ihr? Willkommen. Wie schwer ist es? Also beim Skifahren kann ich nicht mal nach. Wo seid ihr willkommen? Ist eine gefährliche Frage. Wie schwer ist es, Freundschaften zu halten in der Branche? Man kennt so viele Menschen und ist aber dann doch da und dort und wieder weg. Wie geht's dir damit? Wer sind deine Freunde? Naja, ich habe zwei wirkliche Freunde. Einen kann man beide nennen, quasi. Ja. Kennt man ja. Naja. Erwin Steinhauer ist der eine. Und der Hans Escher, ein Regisseur, ist der andere. Und die kenne ich einfach schon sehr, 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 sehr lange. Und da ist immer, man pflegt da wirklich einen Kontakt. Also das sind sehr wertvolle Menschen für mich. Und das hat sich, ganz egal, in welcher Stadt ich lebe, wir leben ja zurzeit in München, dass man besucht sich, man telefoniert, man kommt zusammen, das hat sich über die Jahre erhalten. Ja. Mhm. Aber man muss das schon machen, weil dieser Beruf ist dann, ich glaube, das geht ja euch nicht anders, oder? Wenn ihr unterwegs seid auf Tournee, also da diese Sachen zu halten, ist schwierig.
Also das beantwortet natürlich nicht die Frage, ob man willkommen ist. Wo ist man willkommen? Wo ist man willkommen? In Österreich ist es für den Deutschen schwer. Ist es so? Ja, das ist sehr schwer. Deshalb haben wir auch Österreich verlassen müssen, weil ich immer nur der Piefke war und der Marmeladinger. Und das ist ein bisschen schwierig. Mhm. Ja, jetzt alle so. Nein, aber es ist wirklich so, dass der Österreicher, also ich habe zum Beispiel auch arbeitsmäßig, schauspielermäßig, fast keinen Fuß auf den Boden gekriegt. Ich habe dann irgendwann was gedreht, wo ich dann aber die Deutsche, sozusagen die Generaldeutsche gespielt habe. Aber, ja, die alle wissen sich so, ja, aber es ist. Ihr habt am Traunsee, wo du herkommst, ja, gelebt, gemeinsam mit euren 4 Kindern. Und das war für dich keine gute Zeit oder doch, anders gut? Naja, ich bin auch kein Landmensch, das muss man dazu sagen. Mhm. Ich bin ein Städter. Es war aber eine ganz tolle Zeit und da sind ganz, ganz viele tolle Freundschaften entstanden. Aber ich habe sozusagen beruflich, musste ich immer über die Grenze. Ja? Und Salzburg ist heute nicht und war es auch damals nicht keine Drehscheibe Europas. Mhm. So, das heißt, und die Zugverbindung war auch schwierig. Und ich habe einfach, ich habe mein Land vermisst. Mhm. Und ja, das, weil ich meine, Freunde, all die, das ist wirklich anders. Mhm. Es ist, der Österreicher wird in Deutschland total geliebt. Ja, ja schon. Ja, ja, ey, ja, ja, ja. Aber der Deutsche in Österreich halt nicht so. Stimmt, warum, müsst ihr doch zugeben. Warum? Wo? Das lassen wir jetzt, stellen wir jetzt einfach so mal in den Raum. Du bist im Moment mit deinem Regenerationsabend 2.0 mit alten Geschichten, ja, ja, wieder, also auch so ein bisschen retro, unterwegs. Und die ersten Kritiken lauteten, ganz der alte Thüringer. Ist das ein Kompliment für dich? Oder wie nimmst du das wahr, wenn man sagt, ganz der Alte? Du hast ja durchaus unterschiedliche Entwicklungen, durch unterschiedliche Entwicklungen deine Fans mitgenommen und manchmal auch irritiert. Ja, wobei das war jetzt eine bewusste Tat, dass ich es gemacht habe, weil ich wollte eigentlich ein neues Programm machen. Mhm. Und haben mir im Mai gedacht, wer weiß, was der Herbst bringt. Und dann haben wir gedacht, geht lieber auf Nummer sicher. Und bevor ich mir was Neues einstudiere, das dann wieder nicht stattfindet oder nur selten stattfindet, grobe ich was aus, wo ich keinen Aufwand habe. Und ich erzähle einfach nur Geschichten auf der Bühne. Mich verwundert ja, dass viele sagen, das ist das beste Programm, was ich jemals gemacht habe. Weil das war nie ein Programm und ich habe nur mit Leuten geratscht. Mhm. Aber das scheint offenbar zu funktionieren. Das muss man dann auch akzeptieren. Ja? Dass man relativ wenig Energie einsteckt, aber viel zurückkriegt. Was eh schön ist, aber mir macht es auch Spaß jetzt wieder. Ich habe damals aufgehört, weil es keinen Spaß mehr gemacht hat, wenn ich immer dieselben Geschichten von daheim erzähle, wie jetzt einmal Vater auch für mich. Aber jetzt ist es wieder lustig. Ja. Mhm. Eigentlich witzig. Ja. Alfred, du bist mit deinem Programm UND unterwegs und du hast aber auch der Corona-Zeit geschuldet eine kleine Nebentätigkeit am Naschmarkt gefunden. Du verkaufst dort an und ab Gemüse. Also du meinst jetzt die Opernregie. Ja, die Opernregie. Weil das war wirklich eine Nebentätigkeit, also einmalig, die dann in die Länge gezogen worden ist durch Corona. Weil diese Oper wurde ja nie vor Publikum aufgeführt. Dankenswerterweise, das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, hat ORF 3 damals sich bereit erklärt, das aufzuzeichnen. Mhm. Sonst wären alle diese Mitwirkenden niemals erstens zu ihrem Geld gekommen, mhm, und noch zu einer Aufführung. Und das war eine wirklich feine Sache. Und dann habe ich begonnen, weil ja ganz klar war, jetzt wird einmal ein halbes Jahr nichts sein im Theater, mit ziemlicher Sicherheit nichts sein. Da hat sich was Handfestes angeboten, weil das war überhaupt nicht auf meiner Linie. Aber ich kannte die Leute, die das Geschäft haben, schon sehr, sehr lange, also fast befreundet. Und ich finde das einen sehr, sehr ehrenvollen Job. Ich finde das großartig, Gemüse zu verkaufen. Mhm, du bist gut als Gemüseverkäufer, habe ich gehört. Am Anfang war es nicht. Am Anfang, es gibt eine kleine Anekdote, die ich vielleicht auch erzählen darf. Also du hast ja langsam war mit der Waage und mit dem Gewicht und mit Dings und wo liegt was und who. Was, ja, ich erzähle nicht. Dann kam eine sehr alte Dame zu mir und hat gesagt, sie hätte gerne ein Kilo Erdäpfeln und ein bisschen Paradeiser. Und das habe ich zusammengesucht und die war sehr alt und gesagt, schnö sind sie nicht. Und das war so nice. Wie ging der Dialog weiter? Hast du dich gerechtfertigt? Ich habe gesagt, ich bin müde. Und ich kam dann nie wieder. Ja. Die unterschiedlichen Lebenswege und was sie dann alles noch parat haben. Du wolltest eigentlich Chirurg werden mal? Kurz? Nein, nicht wirklich. Nein. Also das gibst du nur in Interviews an, damit es gut klingt, oder? Ja, wie? Nein. Ich Chirurg, das wäre nicht meins gewesen. Nein, Fliegenfischer wollte ich werden, aber das bin ich sowieso. Das bist du. Aber einen Chirurgen spiele ich jetzt in dem Herz von Kapstadt. Ja. Aber es steht, man findet, dass du mal gern Chirurg geworden wärst. Ah, das muss eine der vielen Lügen sein, die ich über mich verbreitet habe. Ich verstehe. Natürlich, was ist Geschichte, was ist Wahrheit, reden wir gerne. Anna, bei dir wäre es eigentlich Lehrerin gewesen, das war die Idee, oder?
Naja, es war eher so, dass ich was studieren habe müssen, wie ich 18 war, weil Snowboarden, das war halt sehr brotlos zu der Zeit für mich. Und das Einfachste, was mir erschienen ist, war Lehrerin in Innsbruck zu studieren oder auf Lehramt, weil dann kann ich trotzdem noch viel am Berg sein. Und ich habe angefangen damit, aber es war schon ein Vorwand, ein bisschen, dass ich mehr Zeit am Berg verbringen kann. Mehr Zeit mit Snow. Also mein Ziel war immer, Snowboarderin zu werden, nur meine Eltern haben es nicht gewusst. Wobei man sagen muss, mit 18 hast du dann erst begonnen, überhaupt mal auf Snowboard zu beginnen. Du warst vorher, kommst vom Kunstturnen und von der Akrobatik, das war eigentlich dein Sport. Und 18, das ist das Alter, das viele deiner heutigen Konkurrentinnen haben. Also kann man sagen, die Akrobatik ist wichtiger als das Snowboarden? Nein, würde ich jetzt nicht sagen, aber es war eine gute Basis für das, was ich gemacht habe. Und ja, es stimmt. Also mittlerweile bin ich eine der Älteren, die teilnimmt an die Wettkämpfe. Und der Sport wird immer jünger, auch weil er einfach jetzt olympisch geworden ist und sehr viel professioneller geworden ist in den letzten Jahren. Aber eigentlich, also ich bin sehr froh, dass mein Weg so verlaufen ist. Es war, ich habe nämlich eine normale Kindheit gehabt. Ich bin in ein normales Gymnasium gegangen, habe die Matura gemacht und ich habe jetzt durch den Leistungssport nicht auf viel verzichten müssen. Also bin genauso mit 16 weg, habe weggehen können mit meinen Freunden und muss sagen, ich bin sehr froh, dass der Weg so aufgegangen ist. Er war natürlich auch sehr ungeplant und das hat alles passieren können. Aber im Grunde muss ich sagen, hat es das Universum gut mit mir gemeint. Darf ich fragen, bitte? Aber Skifahren warst du schon, also Skifahren war schon dabei, oder? Vorher ja, schon. Ja, aber also habe ich nicht so gern getan. Ach so. Es war jetzt keine Leidenschaft, das Skifahren. Ach so. Ja. Du, und wie waren deine Erfahrungen am Snowboard, deine ersten? Also jeder, der von uns Laien schon mal am Snowboard stand, weiß, dass das durchaus ambitioniert und mit vielen Stürzen verbunden ist. Ja, aber ich würde schon sagen, es war schon lieber auf den ersten Versuch. Ist also so? Ja, ich habe nämlich mit dem Turnen mit 14 aufgehört. Es war ja nie professionell, also es war nie 100% professionell. Und mit dem Snowboarden habe ich dann einfach irgendwie so eine Leidenschaft gefunden. Etwas, was ich so gern tue. Und ja, wirklich, vom ersten Mal an habe ich mir gedacht, ich muss irgendeinen Weg finden, dass ich so viel Zeit wie möglich am Berg verbringen kann. Du bist ein passionierter Skifahrer. Ja, neben uns waren Skilifte. Also mein Opa hat Skilifte gebaut. Die sind natürlich längst nicht mehr in Betrieb. Das fing eigentlich schon in den 80er Jahren an, weil schon damals die Temperatur und die Schneegrenze so runtergegangen ist, dass man den Betrieb, den Skibetrieb einstellen musste. Und damals waren das noch so Straßenlifte, wo das waren Diesel. Wo war das? In Traunkirchen. Okay. Bitte schau, hast du das gesehen? Was denn war da ein Bild davon? Ein UFO, ja. Na, wirklich? In der Schranzhocke. Aber das war in den 80er Jahren schon so, dass da kein Schnee mehr war. Man hat es gar nicht so registriert. Ja? Ich kann mich noch erinnern, dort plötzlich haben meine Großeltern gesagt, das zahlt sich nicht mehr aus. Es geht nicht mehr. Weil einfach zu wenig Schnee da war. Die Temperaturen wurden so hoch. Es gab dann hier und da noch so Wintereinbrüche, aber der Betrieb wurde eingestellt. Und dann, als du Elena kennengelernt hast, hast du gesagt, Schatz, ich zeig dir die Berge. Elena auf Skien? Ja. Ja, ich habe es immer wieder versucht und versuche es nach wie vor. Aber ich bin so groß und der Boden ist so weit weg. Und dann habe ich 4 Kinder gekriegt, da musste ich ja immer Pause machen. Aber ich bin ambitioniert und ich gehe immer wieder mit. Und ich sage ja, lass uns Skifahren gehen. Und ich will, dass meine Kinder eben, ich bewundere das, dass der Karl einfach auf die Skier geht, das Kind schnappt. Und dass die Kinder auch ohne Angst auf diese Skier gehen. Das finde ich was ganz Tolles. Und das würde ich gern, dass sie das schaffen. Und dass sie nicht, wenn ich irgendwann mit ihnen die blaue Piste hinterherkomme, wir sind dann einmal zusammen gefahren und die liegen dann irgendwie wartend im Schnee und sagen, Mama, wann kommst du denn? Während ich im Pizza... Verharre. Man sieht kaum eine Bewegung. Man kann es mit freiem Auge nicht wahrnehmen. So mit hochauflösbaren Kameras ist eine leichte Bewegung sichtbar. Na bitte, seid ihr Skifahrer? Ich wurde gezwungen als Kind, diese depperten Schulskikurse da. Ja? Ja, furchtbar. Ja. Aber hast du gemacht? Ja, das hat man müssen. Das war eigentlich gar keine Wahl gehabt. Das war im Schulprogramm in Wien, war ein Schulskikurs. Und St. Ulrich am Pillersee. Genau. Ja. St. Ulrich am Pillersee, aber da war ich auch. Das hat nie wirklich begeistern können, Skifahren. Ja. Anna, heute zum zweiten Mal Olympiasiegerin, zum dritten Mal Sportlerin des Jahres in Österreich, als Snowboarderin in einer Skination. Und den Olympiasieg, das schauen wir uns noch mal ganz kurz an. Anna Gasser! Die Frau macht mich fertig. Stellt den hin. Gold für Anna Gasser. Oh mein Gott. Ich konnte es mir gar nicht glauben. Also
ich hätte halt wirklich nicht damit gerechnet. Das war langsam von Speed und ich habe mir gedacht, ich weiß es nicht, ich habe mir einfach nicht gedacht, dass ich heute die Favoritin bin und dass es so gut gelaufen ist, dass ich den letzten Sprung sagen habe können. Den habe ich so hart trainiert, dass ich ihn dort sagen kann. Und ja, ich bin einfach überglücklich. Das war ein ganz spezieller Tag, eine spezielle Situation auch, weil dein Freund Clemens, der auch Snowboarder ist, sich am Tag davor den Knöchel gebrochen hat. Das heißt, der musste gerade nach Hause fliegen. Du wusstest nicht, wie es ihm genau geht, was alles los ist. Und du standst vor der Situation, einen Sprung zu zeigen, den du auch noch nicht vorher in einem Wettkampf gezeigt hast. Ja, stimmt. Also es war eigentlich ziemlich, es hat alles gegen diesen Olympiasieg gesprochen in der Vorbereitung. Also die Anlage ist mir nicht gelegen und dann hat sich eben der Clemens verletzt. Und der Clemens, so mein Freund, das ist halt einfach mein Trainingspartner. Und der war bei allen großen Momenten dabei in den letzten Jahren, bei allen schweren Sprüngen. Und dann hat er sich verletzt und ist heimgeflogen und ich war auf einmal ganz allein. Also ganz allein natürlich nicht, weil mein Betreuerteam war schon dabei und ohne die wäre es auch nicht gegangen. Aber trotzdem, es hat alles dagegen gesprochen und dass es dann geklappt hat, das war eigentlich ein Wahnsinn. Jetzt ist ja das, was du machst, schaut nicht nur sehr gefährlich aus, sondern es ist tatsächlich gefährlich. Du hast auch in deiner Karriere schon einiges an Verletzungen gehabt, die auch schwerwiegend waren. Also einmal auch eine Verletzung mit Lähmungserscheinungen. Wir lesen dann so salopp Verletzungspause für Anna Gasser. Was heißt Verletzungspause? Das heißt ja tatsächlich eingebremst zu werden und wahrscheinlich auch über das eigene Tun noch mal ganz anders nachzudenken. Ja, das stimmt. Also ich würde sagen, für mich als Sportler das Schwerste an einer Karriere sind Verletzungen, weil das, man muss sich das so denken, das ist, man hat einen fixen Job und von einem Tag auf den anderen ist er weg und man weiß ja nicht, was passieren wird, ob man wieder gleich stark zurückkommt, ob, ja, wie man damit umgehen soll. Und das ist eigentlich wirklich, also die Zeit, wo man verletzt ist und zuschauen muss und hoffen muss, dass alles wieder gut wäre, ist sicher die schwerste für mich persönlich. Wobei ich auch sagen muss, für mich, jedes Mal, wenn ich mich verletzt war, das Erste, was ich machen wollte, war wieder am Brett stehen. Also irgendwie ist es auch ein bisschen eine komische Situation. Man ist irgendwie dann schon fast süchtig nach dem, was man liebt, nach seiner Leidenschaft, dass trotz der Verletzungen ich nie in Frage gestellt habe, nicht mehr zum Snowboarden. Mhm. Aber man muss ja dann auch in dieser Zeit zwangsläufig aus diesem hundertprozentigen Fokus rausgehen, in dem man ist als Spitzensportler. Ja, also es ist, Leben ändert sich von einem Tag auf dem anderen. Es geht so wirklich von 100%, besonders wenn es in der Saison passiert, auf null. Und man steht ganz, ganz woanders, würde ich sagen. Also es ist wirklich, es ist auf Stillstand, wo das Leben davor so schnell ist. Man ist am Freisen, man fährt zu den Wettkämpfen und ist eigentlich immer unter Stress und auf einmal bist du auf null. Und ja, es ist, als würde da irgendwie etwas fehlen von einem Tag auf den anderen. Und das ist schon, ich muss sagen, die ersten zwei Wochen, wo man sich dann sammelt und dann eh gleich wieder neu orientiert und versucht, positiv zu sein, das habe ich immer sehr schwer erlebt. Mhm. Wir sind jetzt beim Teil Sprecht über eure Krankheiten angelangt. Fritz Karl, zwei kaputte Bandscheiben können bei dir eine Geschichte von auch Mut und Übermut, was sportliches Risiko betrifft, erzählen. Na, das war kein sportliches Risiko. Das war irgendwie stehend eine Wasserrutsche hinuntergerutscht. Naja, und da war's falsch, das. Und der deppert. Ja. Lebensgefährlich auch, ne? Frühmorgens, ja. Ja, das war eine blöde Aktion. Wir waren nicht zusammen. Wie alt warst du da? Fünf war er. Ja, er war schon über 30. Meine großen Kinder haben mich sehr geschimpft. Die haben gesagt, oh, ich blöd bin, sowas zu machen. Ja, aber es war ein ziemliches Glück gehabt. Oh, und du bist ja eine Zeit lang bekanntlicherweise mit dem Motorrad gefahren. Auch da mal über die Grenze gegangen? Ja, was heißt über die Grenze? Für mich muss man dort immer Sportgeräte. Ich habe mit 12 ins Motocross fahren angefangen und mein Kindheitstraum war eigentlich gewesen, dass ich Motocross-Rennfahrer wäre. Mhm. Ich habe nur dann bald gemerkt, da gibt es Wege, die fahren schneller. Und das war dann ein Problem natürlich, weil ich nicht wirklich ein Talent bin, aber das sehr gern gemacht habe und die haben mir schon natürlich was gebrochen dabei, aber mein Gott, es war nie was wirklich Dramatisches. Also, ja, denn mir war es auch nie so wirklich wichtig, weil es nicht mein Lebensunterhalt war. Ich habe dann ziemlich blöde Sachen gemacht, wie wir noch gespielt haben miteinander, dass ich dann am Wochenende kam, da ist ein Rennbus vor der Tür gestanden mit einem Motorrad drinnen und ich bin aufgefahren nach Brünn, trainieren am Samstag, bin dann auf die Nacht nach dem Training heimgefahren, habe Vorstellung gespielt, bin in der Nacht wieder mit dem Bus auf, damit ich am nächsten Tag das Rennen fahren kann. Also,
Das ist schon ziemlich blöd, vor allem, wenn andere auch davon abhängig sind, weil halt was passieren kann. Aber ich habe das immer sehr gern gemacht und das, ja. Kennst du das Thema Adrenalin-Junkie irgendwie? Ja, schon, aber nicht vom Sport. Also ich war ein bisschen fußballerisch unterwegs, aber nicht talentiert. Schon vereinsmäßig, aber für mich war Adrenalin nie was. Also ich bewundere, also das, was ich da sehe, ist, ich finde, das sind ja ganz große Künstler, das ist großartig gesagt. Also das bewundere ich zutiefst und bin auch sehr, sehr sportinteressiert, also beim Zuschauen passiv. Aber über diese Art von Risiko beziehe ich mehr Adrenalin nicht. Mhm. Anna, es ist ja jetzt so, dass du neue Sprünge konstruierst. Nimm uns da ein bisschen mit, wie das geht. Also ich meine, es gibt doch Grenzen von dem, was einfach auch nicht mehr möglich ist. Denkst du dir das einfach mal aus und dann versuchst du es sozusagen in den Schnee zu setzen? Ja, es passiert tatsächlich sehr viel im Kopf. Also man stellt sich viel vor. Also bevor ich so einen schweren Sprung im Schnee mache, mache ich ihn sicher 1000 Mal im Kopf. Also wirklich. Und bei uns ist auch sehr viel mit Video verbunden. Also ich schaue mir leichtere Sprünge an und überlege mir, wie ich den zu einem schweren Sprung machen kann. Also es ist ja tatsächlich sehr viel mentales Training dabei bei unserem Sport. Mhm. Entschuldige, kannst du das woanders vorher ausprobieren, bevor du es am Snowboard machst? Mittlerweile schon, weil es gibt so Airbags, also es sind so Luftkissen. Genau. Und da kann man reinspringen mit einer geringeren oder einer geringeren Verletzung. Ich weiß noch vom Motor, von den Freestyler, die bauen sich die Schanzen und dahinter ist aber ein Becken mit Schnitzelgrube. Da kannst du einfach mit dem Motor einmal probieren, wenn es nicht geht, falls in diese Schnitzelgrube, diese Schaumgummi, da bist du relativ safe. Also das probiert man nicht gleich aus. Mit dem Motorrad fällst du in die Schnitzelgrube? Ja, ja. Echt? Ja, ja. Das ist einfach, das ist nur, damit es einmal den Bewegungsablauf. Aber es kann auf die drauf fallen, das Motorrad. Ja, aber das... Weg. Aber darum es nicht vorher trocken probieren zu können. Ich weiß, ich habe eigene Motocross-Strecken gehabt. Und wir haben einmal Sprünge gebaut, diese Doppelsprünge, wo du springst, dann ist nichts und dann musst du aber genau dort landen. Ja. Und das macht man so, dass man das vorher mit dem Bagger zumacht. Das ist ein Table. Das heißt, du kannst dich herantasten und weißt, und es geht. Tiefer. Und wenn du weißt, wie du aus der Ecke dann rausfährst, dass es sich ausgeht, dann nimmst du das in der Mitte raus. Und dann lädst du die Freunde ein und sagst, ich habe einen neuen Sprung gebaut. Dann scheißen sie sich alle an. Ja, so ungefähr geht das wahrscheinlich bei dir auch, oder? Wie es geht, ja. Wobei, du hast diese Leidenschaft angesprochen und die war ja auch so groß. Du warst so überzeugt davon, dass das dein Ziel ist, dass du ja dann kurzerhand mit 18 auch nach Amerika bist, weil du eben gesagt hast, dort hast du bessere Trainingsmöglichkeiten. Mhm. Wir haben da Familie, Freunde, deine Schwester, deine Eltern reagiert. Haben die gesagt, juhu? Oder? Ja, juhu hat keiner gesagt. meine Eltern haben gedacht, das ist meine rebellische Phase. Die kommt bei mir ein bisschen später, mit 18 statt mit 14. Und ja, eigentlich haben ziemlich viel gedacht, auch meine Freunde, dass ich ein bisschen verrückt bin zu der Zeit, weil ich einfach wirklich so spät angefangen habe und dann nach der Matura eben in die USA gegangen bin, ganz eigentlich auf eigene Faust, also ohne, dass ich in einem Verein war oder ohne einen Trainer, einfach weil ich gesagt habe, dass dort einfach der Sport so viel größer ist, Snowboarden und besonders Freestyle-Snowboarden ist in die USA, ich glaube nach wie vor größer einfach, größere Popularität, größere Parks, größere Events und ich habe gewusst, wenn ich das probieren will, dann muss ich von daheim weg. Und dann kamst du in Amerika an und alles war schöner, größer, schneller, besser. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es war eine einfache Zeit, weil ich war natürlich nicht mit dem größten Budget dort. Also ich habe ziemlich viel gespart und ein bisschen Unterstützung von den Eltern gehabt. Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich gelebt habe wie eine Königin dort. Also ich war dann, glaube ich, bei, wie heißt das, Skilehrer-Housing untergebracht. Aha. Ohne Küche damals noch. Und in den USA ohne Küche ist nicht so leicht. Das habe ich halt erlebt. Und ja, in generell, ich war... Die Sprache habe ich zwar in der Schule gelernt, aber es ist doch was anderes, in dem Land zu leben. Und wie du erzählt hast, ist schon auch die Mentalität ganz eine andere. Also ich habe damit klarkommen müssen, dass dort eher oberflächlicher alles ist und dass man Freunde jetzt nicht mit 18 so leicht findet. Oder Freunde schon, aber nicht diese wahren Freunde, auf die man sich hundertprozentig verlassen kann. Und deshalb ja, war das Jahr sehr wichtig für mich, aber es war nicht immer leicht. Mhm.
Du hast vorher deine Schwester angesprochen, die ist bei der Sportakrobatik geblieben, anders als du, also hat es nicht zum Snowboard gezogen, sie hat sogar eine EM-Medaille gemacht 2019, jetzt hat sie schon aufgehört und auf deinem Instagram-Account sieht man dann, wenn ihr schwesterlich euch verbunden seid, dann schaut das so aus. Mommy, look at me. Oh, I'm killing it. Whoa. Swinging side to side and I'm killing that. Whoa. Damn, your girl so fine, but her breath is like. Whoa. She says she wanna dance, but she don't know how to. Whoa. I'm iced out. Ooh, looking like a star. Whoa. Her name is Jenny. Ooh, bitch don't have no panties. Whoa. I'm Steph Curry. When I hit the three, I hit the whoa. Pause, lean, hit you with the woo. I'm saucy, ooh, she don't like me, woo. She flexing on the gram, but her booty flat, woo. Frau Uhlig nimmt gerade Anleihe, was auf Instagram alles möglich ist. Das schauen wir nach. Sehr gut. Muss hier unten sein? Da kannst du noch überlegen, aber bei euch zu Hause ist nie langweilig. Also das nein, eben, es ist immer eigentlich eine Action und es ist auch richtig cool, dass man eben diese Leidenschaft da miteinander teilen, dass wir beide gern Sport machen und irgendein Blödsinn unter Anführungszeichen fällt uns immer ein. Wir üben ja diese Übungen tatsächlich einfach, schauen bei YouTube nach Übungen und probieren sie dann nachzumachen und es geht nicht immer gut. Ich glaube, ich sollte mal. Ja, es ist immer wieder erstaunlich, womit sich Menschen beschäftigen, wenn sie Tagesfreizeit haben. Das finde ich super. Das beeindruckt mich fast mehr als das mit dem Snowboard. Wirklich? Ja, schon, weil das rundherum weg ist. Es ist nur der Mensch. Es sind zwei Menschen, die miteinander im Balance sind und das kannst du ja noch länger auch machen. Ne? Das kann, wenn kein Snowboard mehr da ist, und das kann man ja total. Wobei, wir müssen jetzt dann auch über Instagram reden. Du hast 490.000 Follower, da vielleicht sind es mittlerweile schon 500.000. Nein, leider nicht. Ah, noch nicht. Das ist das große Ziel. Da sieht man dann solche Videos und auch sonst alles Mögliche von deiner Tätigkeit. Dir ist es wichtig, dafür für junge Mädels auch so ein bisschen ein Role Model zu sein, ein Vorbild, wohin die Reise gehen kann und die zu ermutigen. Ja, ich finde es einfach eine coole Chance, meine eigene Plattform zu haben und besonders in einem Sport, vielleicht der jetzt nicht in Österreich so groß ist, beziehungsweise nicht immer in ORF gezeigt wird oder nicht immer gezeigt wird, ist es einfach für mich die Chance, aktuell zu bleiben. Und das finde ich ja cool, dass ich das nutzen kann. Und die schönste Bestätigung ist natürlich, wenn ich sehe, dass es andere Leute inspiriert und besonders viele junge Mädels mir da folgen und ja, ein bisschen ein Vorbild sein, ich glaube, das ist das größte Ziel. Ja, du bist ein bisschen Klassensprecherin auch, denn du hast für gleiche Preisgelder auch schon mal dich eingesetzt und das erkämpft. Ich muss sagen, vor mir waren da schon sehr viele Mädels oder sehr viele Frauen beim Sport, die dafür schon gekämpft haben. Aber es war schon einmal ein Bewerb, da wo die Männer das Doppelte gekriegt hätten wie die Frauen. Ja. Und da haben wir uns dann zusammengetan. Ja. Mit ein paar von den Fahrerinnen und haben gesagt, okay, wenn das so ist, dann starten wir nicht. Und wenn das die Favoriten machen, dann hat das natürlich, oder Gott sei Dank, Wirkung gezeigt. Und im Grunde haben sie dann das Preisgeld gerecht aufgeteilt. Was haben die Männer gesagt? Ja, eigentlich ziemlich cool, sie waren auch dafür. Also es hat keiner gesagt, nein, das, wir fahren nicht, weil wir jetzt sind weniger kriegen. Aber unterstützt auch, oder? Naja, spannend wäre es erst gewesen, wenn die abgeben hätten müssen. Sie haben das Ganze dann in einen Topf gehauen und nochmal neu aufgeteilt. Ja. Ah, verstehe. Und ich habe es ja schon cool gefunden, dass niemand gesagt hat, okay, das ist jetzt an. Ja. Wir fahren jetzt nicht mehr. Also es hat keiner sich dagegen ausgesprochen. Ja, das sind große Bewegungen. 490.000 Follower. Die Jungen. Die Jungen. 290, glaube ich. Nein. Ich habe 245.000. Also. Schaut man immer, ob es mehr werden? Nee, ob man schaut nicht immer, man guckt natürlich, weil das ist ja, also sozusagen, ich verstehe ja Instagram als Sender, das ist für mich ein Sender, worauf ich Programm mache, sozusagen. Und der Star, der hin und wieder dabei ist, ist der Herr Karl, sozusagen, das ist der Star auf Instagram, aber ich mache das als Sender. Also es gibt eine eigene Talkshow. Kriege aber weniger Gage als Sie. Es ist umgekehrt. Also es gibt sozusagen eine eigene Talkshow Sonntagabend, die es jetzt seit 2 Jahren gibt, die live ist. Und es gibt halt verschiedene Formate, mit denen ich so durch die Woche führe. Also es gibt nicht das eine, sondern ich möchte die Menschen unterhalten. Und das ist halt in der bei uns, wie ihr euch in der Corona-Zeit getroffen habt, haben wir auch gestanden und hatten praktisch, die Drehs waren abgesagt. Und dann habe ich aus irgendeinem Grund gesagt, lass uns
Weil wir hatten dieses Tool, so wie die Agenturen sagen, hab doch mal Instagram und Facebook, ohne zu wissen, was man damit macht. Und dann habe ich immer gesagt, lass uns verhalten. Ich finde, wir müssen was machen. Die Leute sitzen zu Hause. Und ich verstehe mich als Narr, der das Volk, auch wenn es ihm schlecht geht, bespaßen muss. Also ich bin immer eher positiv. So. Und dann haben wir angefangen, und es war eigentlich ein Gag. Also wir haben einfach ein Video gemacht und er hat nicht gesprochen. So. Und dann hat er gesagt, stell's halt hin. Also Szenen in einer Ehe. Ja, nein, wir haben einfach uns hingesetzt, wir blieben zu Hause und ich habe das Video genommen. Ich habe eine Woche lang ihn genervt, bis wir es gemacht haben. Und dann hat er nicht gesprochen in dem Video. Und dann habe ich gesagt, du musst doch sprechen. Habe das ausgemacht. Und dann hat er gesagt, nee, ich spreche nicht, dann stell's jetzt halt rein. Und dann haben die Leute das dann geteilt. Und so hat es dann angefangen. Also wir sind da rein gestolpert. Und dann nach dem ersten Lockdown haben wir aufgehört mit dem Tagebuch. Und dann waren da damals 37.000 Leute, die gesagt haben, Sie, wie, was ist denn jetzt los? Entertainers. Und dann kam, ne, hat eine ganz enge Freundin zu mir gesagt, du wolltest immer moderieren, dann mach's jetzt. Mach's, und dann habe ich gesagt, wo denn? Kein Sender will mich. Du hast es, du hast Instagram, mach's. Und dann bin ich durch meine Wohnung, bin auf meine Toilette und habe gesagt, ich kann doch nicht machen, Ulig, stilles Örtchen. Hat gesagt, doch, das ist es. Und dann ist es durch die Decke gegangen. Aber das war ja nicht geplant am Anfang. Aber über stille Örtchen reden wir gleich noch. Vorher noch gab es dann eine spezielle Szene, nämlich auch während des Lockdowns. Da hat dann der Herr Karl, er war kurz sprachlos, aber dann hat er doch auch noch die Worte gefunden. Die Romy-Verleihung konnte in der Hofburg nicht stattfinden, aber sie wurde doch verliehen. Ich habe da ein kleines Geschenk für dich vorbereitet. Ich freue mich so wahnsinnig, dir das überreichen zu können, dass ich dabei bin. Ich bin so nervös. Ja, er hat sie gekriegt! Er hat sie gekriegt. Ich kann dazu was vorlesen. Ich kann zu der Romy was vorlesen. Und zwar ist er seine Darstellung einer ambivalenten Figur im Drama Ein Dorf wehrt sich, bringt Fritz Karl die Chance auf eine zweite Romy. Vielen Dank. Er wird echt gerührt. Wahnsinn, vielen, vielen Dank, ich bin wirklich sprachlos. Dankeschön. Es war nicht ich, es geht gar nicht um mich. Vielen Dank, super, danke dir. War es eine echte Überraschung oder kann ein Schauspieler Überraschung gut spielen? Nee, das... Nein, das war schon... Dazu muss ich ganz kurz was sagen zu diesem Tagebuch. Das war, wir haben das ja jeden Tag gemacht. Das heißt, das hatte ja eine sehr, sehr strenge Package Form, ja. Also auch diese Rollenaufteilung. Weil du gesagt hast, wir sind da so hineingestolpert. Am Anfang, das war vielleicht das erste Mal, wie wir das aufgenommen haben. Aber da haben wir, also von dem Mann-Frau-Verhältnis, wie wir das aufgelöst haben. Und man muss ja vorstellen, das ist ja nur immer eine Einstellung. Du kannst es ja nicht schneiden. Das heißt, wir haben immer wieder improvisiert. Es gab Tage, da ging das sehr, sehr leicht. Und es gibt Tage, da haben wir auf 3-4 Stunden gesessen. Weil es wurde vorher ein Thema ausgemacht und du hast eine Minute Zeit, darüber zu improvisieren. Wobei sie immer am meisten improvisieren musste und ich sozusagen den mimischen Part, also den stummen Part dazu spielte und den geprügelten Mann spielte. Und das wurde immer komplizierter und eines Tages kam sie dann her, zieh dich toll an und so und wir machen da jetzt sowas. Und dann war so, es war kompliziert, weil du eigentlich immer die Ideen hattest und meine immer scheiße fandst. Und dann haben die sich bei mir gemeldet, die Redaktion, Kuh, die Redaktion. Und das Lustige war, wir waren ja immer zusammen im Lockdown und wir gehen an die Handys ran, die Handys liegen da. Und ich wusste, und ich musste an dem Wochenende die Katze nach Österreich bringen. Bin bis zur Grenze allein gefahren, um die Katze zu übergeben. Es war sehr absurd. Und auf jeden Fall bin ich zurück. Und da habe ich diese Nachricht gesehen an der Grenze, weil ich gewartet habe, dass mich jemand sprechen will vom ORF. Und dann habe ich zurückgerufen. Dann haben die gesagt, sie möchten ihm die Romy geben in Form dieses Tagebuchs. Dann habe ich gesagt, wie stellt ihr euch das vor? Wenn ihr die jetzt schickt, dann sieht die aus wie eine Flasche Wein. Ich trinke keinen Alkohol, dann macht er die Kiste auf und trinkt sie erstmal. Ja? Also wo? Wir waren mitten im Lockdown. Ja. Wie soll ich das verstecken? Und dann haben sie gesagt, ja, aber dann filmt ihr das dann so, wie ihr das macht. Dann habe ich gesagt, ich habe nur einen Schuss frei, weil... Also, und dann musste ich ja eine Idee haben, wie ich es hinkriege, dass er mit mir dieses aufnimmt. Yeah. Ich war knapp daran abzubrechen, weil man dachte, okay, beim Improvisieren, wenn sie jetzt nicht zur Potte kommt, breche ich das hier ab. Das wird fad. Komm. Und dann, aber was mich jetzt an der Geschichte am meisten interessiert, ist, warum übergibt Elena Ulig an der Grenze eine Katze? Weil die Katze... Also, kein Visum hat. Nein, jetzt erklärt. Wir haben eine Katze in Oberösterreich gehabt und sind nach München gezogen. Und im Winter, weil es kalt war, haben wir sie mitgenommen. Die Katze hat aber ihren... Also im Sommer haben wir sie immer nach Österreich, wo wir gelebt haben. Da ist Freigang, da ist sie draußen und dann kann sie frei sein und hat dann draußen auf dem Balkon ihre Ding. Jetzt ist die drin durchgedreht, weil die ja so lange, wie wir alle ja im Lockdown und hat, weil sie merkte, draußen wird Frühling, die wollte raus. Und dann habe ich halt in Österreich angefangen, wir müssen die Katze übergeben.
Und dann haben aber beide, Freilassing und Österreich, haben gesagt, nein, sie können nicht über die Grenze. Und dann habe ich gesagt, es war wirklich wie im Krieg, aber ich muss diese Katze. Und dann habe ich mit Deutschland, mit Österreich telefoniert. Dann hat meine Freundin, ist aus Traunkirchen losgefahren, unten, da nicht oben Walsheim, sondern unten rum. Ja. Die musste 20 Meter entfernt stehen. Dann standen die mit den Gewehren dazwischen. Dann ist die ausgegangen und gesagt, ich muss, setzen Sie die Katze dahin. Und dann wirklich, dann bist du durftest nicht miteinander. Dann musste ich zurück ins Auto und dann durfte sie los. Also, es war völlig absurd. Ja. Zurück zu einem Online-Geschichten und Tagebuch. Du hast erklärt, wie das Ganze passiert ist. Und natürlich war die Lockdown-Zeit und die Corona-Zeit eine spezielle Zeit. Aber dann bekommt das eine Eigendynamik. Was tut das mit dem eigenen Leben, auch mit dem Privatleben, wenn so viel davon dann auch online geht oder gehen muss? Wir haben vorher gesehen den Adventkalender, die Lieder, die ihr gesungen habt. Das nimmt ja ganz viel Zeit auch in Anspruch und Dekoration und Kostüm und was man braucht. Setzt ihr euch da am Stück hin und dreht das alles ab oder passiert tatsächlich auch jetzt noch jeden Tag was? Also, darf ich kurz? Deswegen also, also, es ist meine Arbeit geworden. Ich arbeite 6 Stunden am Tag dafür. Ja, es ist wie wenn ich einen Film drehen würde. Das heißt, es gibt Produktionstage, wo wir produzieren. Man muss sich das nicht so vorstellen. Ich laufe nicht durch meine Wohnung. Die kennen nicht unsere Wohnung, genau. Die kennen nicht unsere Kinder. Darum geht es auch nicht, sondern es ist wie ein Sender. Und an Produktionstagen, und wenn der Star zu Hause ist und ich ihn dazu bekomme, mit aufzunehmen, ne? Weil es ist natürlich nicht so einfach. Also, auch wenn wir Elaine und Frederik machen, dann muss ja alles vorbereitet werden. Das geht ja nicht einfach so, auch wenn es so leicht manchmal aussieht. Mhm. Und Fritz Karl spielt sozusagen halb zog sie ihn, halb sank er hin. Ja, gut, das hat sich dann, wir haben ja verschiedenste Formate gemacht. Wir haben eine virtuelle Paartherapie auch gemacht. Ja? Mhm. Da sind die Figuren anders, da agieren wir auch völlig anders, da rede ich auch, da redet die Figur. Oder bei Ellen und Frederik ist eine andere Figur, wobei du sagst immer der Star deines Senders bist absolut du, weil du hast ja auch das stille Örtchen, du machst ja diesen Zugtanz, du machst dieses Shoppingparadies, also das ist sehr, sehr vielfältig. Ich trete mir das ist eine eigene Welt, Roland. Ich kenne das auch. Der große Unterschied ist, wir machen ganz wenig privat, wir machen wirklich Content, wir produzieren Sachen. Aber die Zuschauer haben durchaus das Gefühl, dass es privat ist, dass sie euch da sehr privat kennenlernen, oder? Also damit wird schon gespielt. Für dich, für euch ist das eine ganz fremde Welt? Na, ganz fremd ist ja nicht, weil so wie ich das jetzt verstehe, vor 15 Jahren habe ich einen Blog gehabt, der hieß Gültige Stimme, wo ich einfach probiert habe, gewisse Dinge in meinem Leben wegzulassen und habe das als Videotagebuch dokumentiert. Ja. Das war im Prinzip auch sowas, nur das war nicht Instagram, das war dann, YouTube oder wie heißt das? YouTube war das, glaube ich. Ja. Und die Gartensendung war das auch eine ganz normale Fernsehproduktion. Ja. Ja. Aber ja. Und wie lange darf so ein Video sein bei Instagram? Also es kommt drauf an. 1 Minute nur, oder? Nee, es gibt, also wir haben so eine Form zwischen 1 und 1,5, aber es gibt natürlich auch längere. Also die Paartherapie war zwischen 6 und 8 Minuten. Die gibt es auch auf YouTube, die ist auch ein Querfilm. Okay. Das ist nicht zeitlich begrenzt. Das ist nicht. Also wenn du aber die Reels haben willst, das kennst du auch, Anna, ne? Das ist eine andere Ausspielungsrate auf Instagram, dann machst du, also ganz viele Leute sind halt gewohnt mittlerweile, dies ganz kurz knackige zu haben. Mhm. Wenn du aber längere Sachen machst, dann ist schon YouTube teilweise besser, weil die Leute eine andere Aufmerksamkeit haben und weil sie es natürlich quer auf ihrem Fernseher schauen können. Das Handy ist ja nur so. Also es geht nur am Handy, dieses Instagram. Nee, es geht auch auf dem Computer und auf dem Tablet, aber. Ich weiß wirklich nicht. Aber es ist eigentlich ein anderes Format. Okay. Das ist eines quer und das andere ist. Aber ist was anderes wie Twitter, oder? Ja, was für Lernen. Ja. Okay. Ja, also wir übernehmen die Basics durch. Anna, musstest du das auch erst alles lernen, in diese Welt einzusteigen? Oder wie bestimmt das heute dein Leben? Weil, wie gesagt, wenn man 490.000 Follower hat, muss man ja auch was abliefern. Wie die Elena gerade gesagt hat, die wollen ja dann auch eine Nachricht von dir. Ja, aber bei mir ist es ein bisschen anders. Also ich tue da nicht Schauspielern, sondern ich zeige wirklich mein Leben oder ich zeige die Behind the Scenes von einem großen Contest oder das Reisen oder Trainingsvideos. Oder bei mir ist es wirklich ein mehr persönliches Outlet, würde ich sagen. Mhm. Aber ja, es ist sehr zeitaufwendig. Also es ist schon, würde ich sagen, gar nicht so leicht, das unterzubringen zwischen Training und Wettkämpfen, dass man dann auch noch Content produziert. Und man will ja das doch professionell machen. Und ich würde schon sagen, das ist ein großer Teil von meinem Job eigentlich oder gehört zu meinem Job wirklich dazu. Unglaublich. Das stille Örtchen am Sonntag um 22:15 Uhr gibt es das immer, da interviewst du Promis eben von der Toilette aus. Ein sehr spezielles Ambiente. Du bist in der Toilette? Ich bin in der Toilette und
Ich lade euch nachher auch einzeln ein. Nein. Du, pass auf, so wenig ist, Zeit. Also es ist wirklich. Du siehst aber nur meine Rückwand. Ich sitze praktisch da und du kommst per Stream rein. Ja? So, es ist wie eine. Du musst nicht auf der Toilette sitzen. Nein, du kannst sein, wo du willst. Du brauchst eine gute Internetverbindung. Okay, alles klar. So, und wenn du keinen Instagram-Account hast, dann gebe ich dir einen Gastzugang. Mhm. Sozusagen. Du guckst ja vielleicht auch nicht den und den Sender und gehst trotzdem in eine Talkshow. Ja. So, und dann kommst du rein und dann führen wir einen Talk miteinander. Und es ist wie eine kleine Late-Night-Talkshow. Und ganz viele lieben das. Und es gibt es halt schon so lange jetzt. Und immer zu dieser Zeit, es wird danach auch gespeichert, aber zu dieser Zeit kannst du live theoretisch was schreiben. Also theoretisch könnte jemand was schreiben und wir könnten darauf reagieren. Und das ist und viele gehen mit mir ins Bett am Abend. Also sie gucken den Tatort, dann gucken die Heute-Sendung und dann schauen die das stille Örtchen, um leicht in die Woche zu kommen. Mhm. Und das ist echt. Und jetzt frage ich ernsthaft was. Habt ihr Verluste auch dabei durch eure Tätigkeit? Was für Verluste? Na, an Zeit, an Lebensqualität, an Dingen, die du vielleicht, du könntest Schwammerl suchen gehen oder was anderes. Frage. Das habt ihr nicht auch Verluste. Ihr habt einen gewissen Gewinn. Ja, vielleicht. Ja. Herr Karl setzt erstmals an. Ja. Ich glaube, er möchte seiner Frau etwas mitteilen, was er noch nie gesagt hat. Weil wir uns auch schon lange kennen. Also muss ich ganz kurz woanders ausholen. Es gibt ein sehr interessantes Buch, das heißt Resonanz von Hartmut Rosa. Das heißt, und das beschäftigt sich genau mit diesen Dingen auch und mit den Problemen unserer heutigen Zeit. Wir haben wirklich auch einen Gewinn gehabt, weil wir wirklich viel, oder? Wir haben das auch gewinnt. Und zwar jetzt wir reden gar nicht pekuniär, sondern einfach die Zeit, die wir verbracht haben bei diesen Improvisationen und den Spaß, den wir da hatten, und wir plötzlich gemerkt haben, hey, wir können irrsinnig gut miteinander spielen und improvisieren. Wir durften nie zusammen spielen vorher. Okay. Das war ein echtes Ding. Aber trotzdem gibt's auch eine Frage, ist der Gewinn, jetzt Kosten-Nutzen-Rechnung, ganz pragmatisch. Wir streiten uns auch, natürlich. Dass ich das mache und du sagst, ich verbringe zu viel Zeit. Also das ist natürlich klar, dass dieses Tier, sage ich mal, dieses Instagram-Tier, das muss ständig gefüttert werden. Mhm. Und wenn du das ernst nimmst, das wirst du auch wissen, was du eben gesagt hast. Das kann Stress bedeuten, das kann viel Zeit bedeuten. Und das belastet irgendwo in einer gewissen Form sozusagen die Familie. Wie wir in der Corona-Zeit aufgenommen haben, haben die Kinder teilweise mitgemacht. Und sie haben gewusst, hey. Aber die waren jetzt nicht sichtbar, sondern sie haben dann Sachen reingehalten. Ja, also die haben halt so als Requisiteure mitgearbeitet. Ja. Ihr habt sie engagiert. Und haben auch manchmal die Ideen gebracht, oder würden sie da einbringen. Das war okay, aber trotzdem ist es ist wirklich ein Zeiträuber, gar keine Frage. Das Kochbuch, das es jetzt von euch gibt, wo ihr wieder in zwei Kunstfiguren schlupft, Frédéric und Hélène, also Hélène Frédéric, ist auch jetzt schon multimedial. Da gibt es wie in vielen Büchern jetzt, man liest die nicht mehr einfach und freut sich über die Bilder, sondern irgendwo gibt es einen QR-Code. Es gibt 35 QR-Codes. 35 QR-Codes. Zusätzlich zum Gericht. Das ist das Leben und dann landet man auf kurzen Videos, zum Beispiel auch bei diesem. Bitte schön. Na, ich wundere mich nur, weil Gerade Appenzeller Emmentaler Gruyère. Und natürlich brauchen wir ein Baguette. No. Und Weißwein. Ach, die Reibe. Mehr. Noch mehr Käse. Oh, diese Fromage. No. Merde. Und nun rühren wir vorsichtig in den gekochten Weißwein den Käse, schneiden das Baguette. Oh, wie du schneidest. Und nun der Schnaps. Schnaps in Stärke. Oh, die Stärke. Die gießen wir hinein. Und vorsichtig rühren wir ein bisschen. Paprika. Muscatnuss. Und Salz. Et voilà. Anna Gasser ist gerade übel geworden, denn Käse kannst du gar nicht haben. Nein. Echt nicht? ich bin Käse von dir. Dein Freund durfte mal nicht einmal seinen Käse in deinen Eiskasten, in deinen Kühlschrank geben. Ja. Ich mag überhaupt keinen Käse, nicht mal auf der Pizza. Also ich bestelle eine Pizza ohne Käse. Wirklich? Ja. Ohne Käse. Mhm. Ja. Also das gibt es jetzt auch noch und das sind sehr basic Gerichte. Also von Butterbrot angefangen bis komplizierte. Also das wäre schon wichtig zu sagen, er kommt aus einer Gastrofamilie, der Herr Karl. Das sind wirklich, du kannst damit richtig kochen. Also es ist kein Spaßbuch. Mhm. Ne? Das kann man so sagen, oder? Also
einerseits bin ich irgendwie, war das eine neue Idee, diese analoge und digitale Welt miteinander zu verbinden. Das heißt, durch diese Codes kann man uns beim Kochen zusehen oder man hat zum Beispiel man sieht Dialoge oder das ist ganz witzig. Und das andere ist, wir fingen das auch an, weil das war ihre Idee, sie wollte unbedingt kochen auf Instagram, sage ich, das interessiert mich nicht, als Schauspieler, dass ich da koche, das will ich nicht. Dann gibt es natürlich irgendwie, wir diskutieren darüber und dann sage ich, okay, dann machen wir Figuren. Und wir machen uns über dieses Cuisine lustig. Und die ersten Sachen waren auch wirklich, man hat Butterbrot gemacht oder Trotte de Marsan, die Maurerforelle, ja? Oder Robust Max, Strammer Max. Mhm. Und dann habe ich angefangen, so alte Rezepte wieder zu kochen, also die man kennt mit, was weiß ich, Kartoffeln mit Butter und grünen Salat, ja, oder Bouffesen oder solche Dinge. Oder Weinchateau, Speisen aus den 70ern. Das haben die Leute total geliebt und so hat sich das zusammengebaut. Und dann hat uns ein Verlag angerufen, sie wollen ein Kochbuch machen. Ich sage, das ist so viel Arbeit, das ist so wahnsinnig viel Arbeit. Und ich bin ja eigentlich ein fauler Mensch. Und dann haben wir das aber trotzdem gemacht. Du hast es gemacht. Ja, aber eben wie gesagt, aber die Rezepte, die drin sind, also meine Eltern hatten ein sehr, sehr gutes Restaurant und da ist viel von dem. Ihr habt übrigens noch dort, ein... Wo der Skilift war, gell? Dort, wo der Skilift war, ein sehr spannendes analoges Hobby, nämlich das Fliegenfischen. Du hast das vorher kurz angesprochen. Ja. Ist das sozusagen, um diese Welt, in die ihr uns da ein bisschen eingeführt habt, einmal dann auch hinter euch zu lassen? Ja, also... Wie wir damals in Wien gelebt haben, da bist du mit mir ja noch sehr oft. Da hatten wir auch noch überhaupt kein Kind. Entschuldige, du hast die Huchen immer gefangen, wenn du schwanger warst. So ist es, so ist es. Aber ja, unglaublich. Der Huchen, der Donaulachs. Ja. Ja. Wenn man immer, ich kann mich erinnern, sie ist Casino-Fischerin. Das sind diese Leute, die einmal ins Casino gehen und einmal alles zum Fischball gehen. Alles beißt und sie fangen die größten Fische. Aber stimmt es, dass du Drehorte sogar mittlerweile danach aussuchst oder abcheckst, ob man die Möglichkeit hat, Fliegen zu fischen? Nein. Aber ich nehme oft auf die Fliegenroute mit, ja. Ah, den nimmst du mit? Aber es ist nicht so, dass ich sage, na, da drehen, da kann man nicht fischen. Aha, wie war es in Kapstadt? So weit ist wie es war es in Kapstadt? Denn am Sonntag sind die beiden um 20.15 Uhr zu sehen, am Samstag bist du um 20.15 Uhr mit eben dem Rennen um die erste Herztransplantation, um diesen Wettlauf. Gut, ich habe nicht in Kapstadt gedreht, weil ich drehe einen deutschen Professor, das heißt, ich kam nicht in den Genuss, aber ich habe früher in Südafrika gedreht und da kann man hervorragend Fliegenfischen, weil die Engländer in den Drakensbergen die Regenbogenforellen eingesetzt haben. Ja. Spannend. Und jetzt hast du vor Weihnachten auch noch Geburtstag. Was machen wir damit? Feiern. Ist das seit Kindheit ein Malheur? Nein, aber jetzt irgendwie kämpfe ich im Alter mittlerweile. Ich feiere dann immer so gern. Also es wird nicht gefeiert? Ja, schon. Aber sie wird was vorhaben. Es wird tatsächlich? Was? Na, wir haben aber schon schöne Feiern gemacht. Ja, sehr schön, sehr schön. Nein, mal schauen. Aber die Kinder, für Kinder ist natürlich, ist Geburtstag immer noch mal ganz wichtig. Mhm. Ja? Aber nicht meiner. Doch, auch deiner, weil sie sich natürlich total freuen. Hatte ich in den letzten Jahren nie den Eindruck. Ja, cool. Das ist sehr wichtig, möchte ich sagen. Ja. Also ihr ist der Geburtstag. Mir ist er sehr wichtig, obwohl meiner auch nicht mehr, jetzt wo ich älter werde. Sagen wir so. Gut, also das Älterwerden lassen wir heute aus. Das machen wir dann in der nächsten Runde. Ich danke euch allen fürs Kommen. Danke für eine Stunde gemeinsam. Danke, meine Damen und Herren. Das war dann die letzte Sendung vor Weihnachten. Wenn Sie mögen, sehen wir uns am 5. Jänner wieder. Und einen Rausschmeißer gibt es da jetzt auch noch. Und den kündigen Nona die beiden an in einem kurzen Clip. Können wir das noch kurz sehen? Dann wissen Sie, wie das weitergeht Anfang Januar. Merci. 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 Für die Stunden, Jerry. 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 Unsere Liebe war schön. So schön. Merci, Jerry. Sei nicht traurig. Muss ich auch von dir gehen. Also es wird Jenny Jürgens da sein nächstes Mal. Eine Hommage an ihren Vater Udo und sehr viele persönliche Erinnerungen dann. Außerdem freue ich mich auf Evelyn Eselböck und Walter Eselböck, beide Spitzengastronomen. Und Evelyn wagt sich jetzt sogar auf das Tanzparkett in der nächsten Folge der Dancing Stars. Ich freue mich auf Kabarettist Günter Leiner, der aber auch gelernter Tischler und Religionslehrer ist. Und
Katharina Bergant wird da sein, eine ganz spannende junge Frau aus Tirol. Begonnen hat sie, wie manche andere, beim Kiddie Contest. Heute ist sie Ökonomin im Internationalen Währungsfonds in Washington und wird uns über die spannende Tätigkeit in der Finanz- und Wirtschaftswelt erzählen. Das dann im neuen Jahr. Bis dahin alles Gute und ein schönes Weihnachtsfest.